Hallihallo und herzlich willkommen zu Part 5 von Billy Hatcher and the Giant Egg für den Nintendo GameCube. Mein Name ist Inkotensix und im letzten Part haben wir den Boss auf dem Dino Mountain besiegt. Also glaube ich zumindest. Ich habe jetzt auch 2 Stunden Pause gehabt. Also Pause. Man kann es nicht wirklich Pause nennen. Ich habe in dieser Zeit meine Steuererklärung ausgefüllt und den Wahlzettel ebenfalls. Ach, ja, ziemlich nervenaufreibend das Ganze. Aber jetzt ist es gemacht und ich habe ein Jahr Ruhe. Es geht weiter mit dem Blizzard Castle, also mit dem Eisschloss. Rette das weiße Huhn Pony! Der etwas normalere Name eines weißen Huhns. Rette das weiße Huhn Pony! Hier haben wir das Golden Eye. Jetzt kommt sicher wieder der Hühnergott. Billy Pony, die Weise vom Schneesturmschloss, wurde ebenfalls in ein goldenes Ei verwandelt. Du musst die Weise Pony retten, damit der morgen nach Schneesturmschloss zurückkehrt und du ein Geheimnis über das Giant Egg erfährst. Okay, jetzt hier was, jetzt hier ein spezielles Ei. Sehr mystisch gemacht hier das Ganze. Wow. Geh weg, geh weg. Das sah jetzt cool aus, wo der Riese weggerollt ist. Und dann nehmen wir das Tierchen hier nehmen, das ist das Feuertierchen. Ja, nehmen wir mal das Feuertierchen mit, ja. Ja, ich denke, Feuer bringt mir mehr in diesem Level als Eis. Oh, es rollt. Oh, habt ihr gesehen? Jetzt können wir diesen Falken, diese Krähe oder was auch immer angreifen. Schlussendlich ist es eine Krähe, auf jeden Fall. Der Schneemann kaputt machen. Und runterrollen. Münze einsammeln und Ei kaputt machen, auch nicht schlecht. Ja, danke vielmals. Leck mich doch. Ah, darf nicht wahr sein. Nice shot. Oh, wo kommst du jetzt her? Der Riese ist Geschichte. Riesen-Eichen. Das können wir jetzt eigentlich ausbrüten. Wo sind wir eigentlich hier? Ah, von dort oben sind wir doch, ja. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. In diesem Fall durch den Tod. Wir müssen jetzt hier hoch. Wir haben hier ein neues Ei. Das Gelbe hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nein. Ich denke zumindest nicht, sonst hatten wir es halt schon. Macht ja nichts. Zack! Zack! Hab ich dich. Oh, eine... ein Feuerflammen-Dings. Typi hier. Gut, bringt mir alles auf. Und es ist es Silber? Ein silberner Kamm. Ja, das nennt sich. Nehme ich natürlich mit. Ja, das solche Robben oder was es auch darstellen soll. Hier, wir haben ein Eis-Ei. Also ein Eisenei. Ein eisenhartes Ei. Man kann es am Boden runterfallen lassen und es bleibt ganz. Nice shot! Schon können wir es ausbrüten. Zack. Und hier haben wir unser Lieblingsheld. Ist doch nicht mein Lieblingstier, aber dieses Vieh hatten wir. Dieses Vieh, das ist auch total nett ausgedrückt, gell? Hatten wir bis jetzt am meisten. Und so wie es aussieht, brauche ich eh das andere, welches sich hier drin befindet. Das war mein Wavebird Controller. Ich bin ja gespannt, wie ich das mit dem View Gamepad herrichten kann oder herrichten werde. Weil ich habe den Controller momentan auf meinen Knien. Also halb zumindest. Und ja, das Bio-Gamepad ist ja ein bisschen größer.
Aber so mal eine Frage in die Runde, wer das Video jetzt anschaut. Huch. Das goldene Ei. Oder nun hat es doch etwas. Huch, das ist so weit runter von hier. Findet ihr das... Oder mögt ihr das Wii U Gamepad? Au. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich spiele lieber mit dem Classic Controller... Nicht Classic Controller, mit dem Wii U Pro Controller als mit dem Gamepad. Mir ist das Gamepad viel zu groß. Kann man das eigentlich loslassen oder sonst irgendwas? Ich kann ja einfach nachher runterspringen. Zack. Ja, nehme ich das ein mit. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wenn das... Oh, Mist. Das Gamepad ist mir ein Tick zu groß. Es ist nicht zu schwer, auf keinen Fall. Das Gewicht ist angenehm. Ich komme ja auch nicht hoch, hein? Das Gewicht ist angenehm. Ich finde das Pad einfach viel zu groß. Finde ich jetzt zumindest. Das Pad könnte kleiner sein, aber es braucht den nächsten Bildschirm halt, aber... Gut, das ist jetzt ein... Ich finde das... Und für mich ist es ein kleines Manko, was die Wii hat. Der Abgang verengt sich etwas, also sei vorsichtig. Das ist noch witzig, hier können wir auch durch mit dem Ei. Oh! Aber das ist eigentlich eine... Okay, ich glaube, hier fällt man eh in den Tod. Nein, das Video-Gamepad finde ich für meinen Geschmack etwas zu groß. Wow! Aber... Und irgendwann wird es halt eben doch schwer für die Hand. Finde ich jetzt. Also ich spiele wirklich lieber mit dem... Scheibenkleister. Ich spiele lieber mit dem Pro-Controller, aber das unterstützen momentan nur ganz wenige Spiele. Game over! Na super. Das unterstützt nur ganz wenige Spiele, leider. Ich wollte mir mal 007 Legend mit dem Pro-Controller spielen, aber nachher stand, um die volle das volle Spielerlebnis erleben zu dürfen, braucht man ein Wii U Gamepad. Da dachte ich auch, ja super, wieso gibt's denn diese Funktion? Dann musste ich mit dem Wii U Gamepad weiterspielen, aber okay. Es ist ganz nett, also ich dürfte jetzt nicht mich falsch verstehen, es ist ganz nette Spielerei, denke ich. Es ist auch wieder etwas Neues von Nintendo, es ist was Innovatives mit dem Gamepad. Gut, wenn wir es so wollen, ist ja eigentlich, ja, das kennen wir, ist es ja eigentlich etwas Ähnliches wie beim DS. Dann auch beim DS haben wir dort ein Touchscreen und einen Bildschirm, das haben wir jetzt bei der Wii U genauso, einfach in groß. Und ja, es ist schwierig, denke ich, das. Ich finde die Wii U eine sehr coole Konsole. Endlich auch mal HDMI und ansprechende Grafik für Nintendo-Verhältnisse. Das tut der Konsole schon gut. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass sie mit der Konkurrenz nur gleichziehen und nicht wirklich besser werden. Mist, schon wieder runtergefahren an gleicher Stelle. Ja, toll, jetzt müssen wir von Anfang an machen. Ja, toll. Also, ich habe die Wii U auch, aber ich bin dem Ganzen etwas skeptisch. Ich mag auch die Wii U. So ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Es denkt sicher wieder das Gameplay für Kinder, also für, ja, nicht unbedingt Kinder. Wie soll ich das jetzt sagen? Das ist eine nette Spielerei auf jeden Fall wieder. Aber ob sich das auszahlt für die Zukunft? Ich meine, PS4 und Xbox sind auf dem Weg. Ich weiß nicht. Also ich würde, so aus meiner Sicht würde ich sagen, Nintendo wird es richtig schwierig haben. Aber das wird sich zeigen. Am 20. September soll ja etwas Großartiges verkündet werden von Sony. Was es ist, weiß man eigentlich noch nicht zurzeit. Man munkelt, es sei die PS4
Mafia, was auch durchaus hinkommen kann. Na, ich bin gespannt. Ich werde es vermutlich nicht direkt verfolgen können. Aber ich denke, man darf wirklich gespannt sein. Es könnte natürlich auch irgendein Update für die PS Vita sein. Das wäre wirklich auch witzig. Ein bahnbrechendes Update für die PlayStation Vita. Und nachher sind alle enttäuscht, warum die PS4 nicht angekündigt wurde. Nein, also es deutet schon alles darauf hin, dass die PS4 angekündigt wird. Aber mal schauen. Ich bin jetzt nicht unbedingt scharf auf eine neue Konsolengeneration, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Für mich reichen Xbox 360, PS3 grafisch allemal. Auch die Spiele sind total stylisch und ich weiß gar nicht, wieso man das noch verbessern möchte. Ich meine, okay, ich spiele jetzt hier auf dem Cube. Meine absoluten Lieblingskonsole, diese Sammlung werde ich auch noch vervollständigen, auf jeden Fall. Also, ich versuche sie zu vervollständigen. Und ja. Nein, ich denke, es wird spannend, was die nächste Konsolengeneration für uns zu bieten hat. Aber ich denke, die Wii U wird es schwer haben, sich erneut zu behaupten. Das war jetzt scheiße. Ja. Eigentlich ist meine Lieblingskonsole ja zurzeit die Xbox. Und danach kommt die PlayStation 3. Nein, die Wii U kommt danach. Und danach kommt erst die PlayStation 3. Also die Wii U hat auf jeden Fall schon mal den Platz der Nintendo Wii eingenommen. So sollte es auch sein. Das war ein bisschen zu spät geschossen. Aber wie gesagt, an der Xbox 360 konnte es bezüglich des Controllers noch nicht vorbeiziehen. Das ist für mich persönlich ein kleiner Negativpunkt. Ich hoffe, die nächsten Spiele unterstützen den Pro-Controller und nicht nur das Gamepad. Aber ich denke, natürlich, vielleicht kann ich auch LEGO City Undercover. Vielleicht wird es auch mit dem Pro-Controller unterstützt, aber ich denke mal nicht, weil dort wird ja das Gamepad als Polizeidatenbank gebraucht. Jetzt hatte ich Glück. Mist. Ich denke, die greife ich an. Direkt. Ja, Billy. Es ist schon hart. Und ich denke, wenn die PlayStation 4 am 20. Februar angekündigt wird, wird die im gleichen Jahr noch erscheinen. Das wird dann schnell gehen. Und dann wird sich zeigen, was die PS4 auf dem Kasten hat. Ich denke, die PS4 wird wieder ein Hardware-Wunder sein, wie die jetzt eigentlich auch. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und danach, die Xbox wird vermutlich wieder gleichziehen mit der 360. Mit der 360. Nicht mit der 360, sondern mit der... Mit der Xbox 360. Jetzt darf ich nicht so rechnen, die Xbox 720. Oder wie sie dann auch immer heißen wird, der Projektname ist der Xbox Loop. Wird gleichziehen mit der PlayStation 3. Und PlayStation 4. So, jetzt habe ich unzählige Verwechslungen drin gehabt, unglaublich. Und dann wird sich. Dann muss, denke ich, muss man weiterschauen. Und das weiße Huhn können wir ausbrüten. Pony heißt sie, glaube ich. Oh nein, jetzt muss eine Frau stimmen. Ich bin Pony. Ich bin die Weiße, die das Schneeschlauch regiert. Ich höre mich zwar eher wie ein Baby an, aber egal. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet, Billy. Auch wenn der morgen in dieses Land zurückgekehrt ist, sind wir immer noch unter der Kontrolle von Mouse, dem Anführer der Krähen. Billy, du musst Mouse besiegen.
Als Zeichen meiner Anerkennung verleihe ich dir dieses Emblem der Tapferkeit. Hurra! Die Babystimme angesprochen. Tada, wo ist es? Wo ist es? Huch. Nee, jetzt muss ich das Emblem noch suchen. Verarsch mich nicht. Wo ist es? Ah, Kacke, jetzt hätte ich besser hinschauen müssen. Oh, nee, du. Es hätte bestimmt keine Monster dort gehabt. Au, 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 au. Man hätte eigentlich auch abkessen können, man bräuchte es ja gar kein Tier. Der Schneeeffekt sieht auch total schick aus hier. Noch mal kurz was zu haben. Stört es euch, wenn ich über andere Dinge spreche in meinem Durchgezockt? Weil ich denke, die View beschäftigt mich persönlich auch und daher spreche ich sie eigentlich auch an, also dieses Thema. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, ihr könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Also, ich habe es bisher nie anders gemacht. Aber ich könnte auch weiter aufs Spiel eingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier haben wir das Emblem der Tapferkeit. Nein! Mit einer Krähe im Hintergrund. Mit zwei Krähen im Hintergrund. Good morning! Da, 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 da. Mission clear. Rang D. Wir werden immer schlechter. Oder ich werde immer schlechter. Naja, was soll's. Ja, bitte speichern. Ich denke, ich mache noch die dritte Mission. Oder die zweite. Also, wisst ihr was? Wir machen die vierte Mission. Vierte Mission im Wald. Reisen der Minispielverkäufer. Im Walddorf. Now loading. Now loading. Reisender Minispielverkäufer. Hallo. Hey, großer Junge. Willkommen. Ich bin ein reisender Minispielverkäufer. Wie sieht's aus? Willst du spielen? Ich habe tolle Preise. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, erkläre ich dir die Regeln. Wenn ich dir dieses Signal gebe, musst du alle Hühnerränge sammeln. Das ist alles. Das klingt doch einfach, oder? Natürlich gibt es ein kleines Zeitlimit von 2 Minuten, aber mach dir keine Sorgen. Du musst einfach reichlich Ringe sammeln, dann bekommst du viele tolle Zeitboni. Wenn du 30 Ringe sammelst, gebe ich dir etwas Tolles. Alles klar, bist du bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Ah! Das sind ja keine Ringe, das sind Münzen. Oh, Kamera! Ja. Okay, es sind 11 Ringe. Da hinten hat es einen Knopf, den müssen wir bestimmt drücken, damit das Tor aufgeht. Und weiter geht's. Wir uns ein bisschen. Die Krähen sind uns mal in diesem Fall piepegal. Schon wieder nicht getroffen beim ersten Mal. Ich dachte, auch gerade ein bisschen zu viele Krähen. Hier und zack, 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 zack. Wuhu, eine rote Münze. Wow. Eine verpasst. Weiß nicht, was mir die rote gebracht hat. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ein Checkpoint. Nehmen wir mal auf. Das hier können wir aber auch nicht aufmachen. Wie viel müssen wir? 30 müssen wir sammeln? Was haben wir? Oder ab 30 gibt es tolle Preise. Keine Ahnung. Ah, Mist. Okay, das dieser Weg ginge zurück. Okay, jetzt wird's doch nochmal knapp. Ah, Spurte, Billy, Spurte! Vielleicht müssen wir auch am Schluss zu dieser roten Münze hier. Ah! Okay, dafür habe ich noch eine goldene gesammelt. Hier doch eben nicht. Hier hinten hat's noch eine. Habe ich. Weiter! Hier hat es eine, hier hat es zwei. Auch noch eine Münze, die ist da hinten.
hat hier wieder einen Knopf irgendwo. Jetzt ist noch mehr Münzen. Sehr schön. Was die rote Münze auch immer bringt. Ich habe 33 Münzen, es ginge einiges mehr. Grrr, Glückwunsch, du hast das spezielle Emblem gewonnen. Es gibt davon nur eins auf der Welt. Verwahre es gut, ich habe noch viel mehr davon. Ja, das hat er sich gerade gedacht. Naja, ja. Nehmen wir das Emblem. Good morning! Ach, ich liebe dieses Spiel. Wunderbar! Rang B, wow, nicht schlecht. Aber das kann man auch nicht viel schneller machen. Das ist ja eh mehrheitlich gesetzt. So, denke ich, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Eigen26. Ciao zusammen.